Hallo Leutchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Blau Let's Play Tutentun. Letztes Mal haben wir Arturia City erkundet, ja, und das war irgendwas. Mir fällt gerade kein Wort ein, um das zu beschreiben. Und die Nugget Brücke haben wir auch hinter uns gelassen, wo wir mal schon hier sind. Ich werde jetzt zumindest auf dieser Edition nicht den Dingsbums zeigen, den Mew Glitch. Und warum ist das Mikro wieder so weit unten? Lalalalala. So. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr den sehen wollt. Ich glaube, für den Glitch brauchen wir diesen da. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Ui, du Spanner. Ich glaube, gegen diesen dürfen wir normalerweise nicht antreten, wenn man den Mew Glitch zeigen möchte. Naja. In die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Ach, alles so kompliziert. Jetzt habe ich da nicht nur ein Mikro vor der Nase bicken, sondern auch mein Handy. Weil, falls ihr den letzten Part von Dingsbums nicht gesehen habt, von Mario Galaxy, ein Bildschirm von mir ist kaputt. Jetzt habe ich nur noch einen. Und da müsste ich normalerweise jetzt immer hin und her switchen mit der Fernbedienung, um zu sehen, ob alles läuft. Und ich glaube, das ist nicht so gut für die Aufnahme, wenn ich das mache. Deswegen habe ich jetzt blind den Aufnahme-Button gedrückt. Ach, ich habe es jetzt vor dieser Aufnahme dreimal probiert und ich habe jedes Mal erwischt und wehe, diesmal erwischt es nicht. Und wegen Outer City, weil Outer City kann man ja nicht mehr vertrauen, habe ich jetzt einfach das Handy da neben mir eingeschaltet, die Aufnahme, dass es so aufnimmt. Ja. Not macht erfinderisch. Nee, rett dann schon wieder. Und ja. Es nervt, aber Montag kriege ich, glaube ich, einen neuen Bildschirm. So muss es jetzt mal reichen. Und jetzt ist schon wieder der Wert vor der Tür. Beeil dich. Ich habe dir gesagt, du sollst dich beeilen da draußen. Nee, geh weg mit deinem Wickel. Immer Wickel, Wickel, Wickel. Und falls ihr euch jetzt fragt wegen Markus, unser Carpador, warum ich das trainiere, ich werde es nicht ins Team nehmen. Ich habe wohl doch nichts gesehen. Ich werde es nicht ins Team nehmen, aber ich trainiere es hoch. Zum einen, wie schon gesagt, als wir das Carpador gerettet haben, jemand muss es Liebe geben. Liebe für all um es kümmern. Um unser Markus. Und zum anderen werde ich auch offline Pokémon trainieren. Wegen den Assistenten von Professor Eich brauchen wir ja, glaube ich, 30 gefangene Pokémon. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Ja, deswegen trainiere ich offline Pokémon, um so Einträge zu erhalten. Level 15 schon. Toki. Und ja, es hilft halt auch, wenn ich dann ein Garados habe. Jetzt hör auf. Böse. Ach, und ich habe... Alter! Mann!
Nein, Toki. Toki. Komm schon, Jericho. Räche, Toki. Konfusiere es. Töte es. Du blödes Macholo. Warum zwei Volltreffer? Hat Karateschlag irgendwie eine erhöhte Volltrefferrote Rate? Ah, das nervt mich jetzt. das kann ich jetzt auch ansprechen. Ich mache hier keine Naslock oder sowas. Und ich habe das ja in meinem langen Part erwähnt. Mit der Naslock, wie ich dazu stehe. Aber ein etwas Gutes hat es, als ich da die Redlock gezockt habe, privat. Nämlich, dass ich jetzt mehr aufpasse. Also, jetzt einfach... Was wollte ich sagen? ich passe halt auf, dass die Pokémon nicht K.O. gehen, weil... Ich spiele ja relativ... Du hast schwer gekämpft. Wie kann man schwer kämpfen? So wie Son Goku, oder? in Dragon Ball. Also nicht Dragon Ball Z, sondern Dragon Ball. Mit den schweren Bekleidungen. ich spiele ja so... realistisch wie möglich. Und wenn ich jetzt vorstelle, wäre jetzt das Ganze echt, würde ich das auch nicht wollen, dass meine Pokémon dauernd K.O. gehen oder verletzt werden. Immer das Beste für unsere Pokémon. Das ist meine Vorstellung vom Spielen. Oh, deswegen nervt mich. Entschuldigung, Toki. Naja. Das nervt mich wirklich. Aber warum? Karateschlag hat das... Glaub nicht, oder? Und... Volltreffer... ist ja in dieser Generation so wie die Init beeinflusste Volltreffer. Wenn ich mich nicht irre. Habe ich da ein Item aufgehoben? Weiß ich nicht. Muss da nicht irgendwo ein Item liegen? Ja. Und Macholo ist jetzt sicher nicht der schnellste Pokémon. Und zweimal drinander Dingsbums, Volltreffer. Ja, wäre das jetzt eine Naslock, würde es genau so weitergehen. Wie bei meiner Redlock. Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Naja. Außerdem fällt mir gerade auf, die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Juhu. Trainiere jetzt auch Markus gleichzeitig, dass ich nicht überlevel. Ja. So. Ich habe mir letztens, also in der Zeit, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, Pokémon, habe ich mal nachgesehen wegen den Attacken und so. Und so. Alter, das zieht. Das zieht viel ab. Was ist denn los mit denen? Sind die auf Drogen, die Pokémon von den anderen? Ich habe nachgesehen. Und ich bin jetzt voller Zuversicht, was Siegfried angeht. Ach ja, der wird's nicht leicht haben mit mir. Warum, fragt ihr? Wegen unserem Kirito. Los, Kirito. Dieses Monster. Kirito wird der Drachentöter. Eisstrahl. Wegen Eisstrahl. Das bekommt man ja in dieser Generation so einfach. Werdet ihr eh dann sehen. Ist ziemlich genial, wie man das bekommt. Naja. Und... Nidoking kann Eisstrahl erlernen. Du bist hier richtig gut. Und Eisstrahl ist ja physisch in dieser Generation
und im nächsten, in der nächsten und übernächsten. Und Kirito, Kirito, das Pokémon Kirito. Was ist Nidoking? Ich kenne nur Kirito. Kirito. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Was soll ich sagen? Ja. Nidoking hat einen guten Angriff. Mann, Markus, warum kannst du jetzt keine Wasserattacke? Einen guten Angriff und eine sehr gute Verteidigung. Und ja, sehr guten Angriff plus ein physischer Eisstrahl. Ja, das tut schon weh für die armen Drachen-Pokémon. Naja, wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, zu meiner Spielweise. Das ist jetzt auch mit dem Aufnehmen anders. Eine andere Situation. Du hast viel Erfahrung. Ich weiß. Das könnte ich auch. Aber zuerst das. Ich hab's schon wieder vergessen. Spielweise irgendwas. Was wollte ich spielweisen? Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MSN eine Party besucht. Party! Ach ja, die MSN, ich freue mich drauf. Der Teenager Fleckmon. Yeah, komm, Toki. Ist jetzt auch so. Toki. Was soll ich sagen? Ja, es ist halt anders, weil normalerweise zock ich am Stück ein paar Stunden den ganzen Tag. Nee, so ein, zwei Stunden. Und das geht jetzt nicht mehr. Ja, es geht schon mit dem Aufnehmen. Aber ihr wisst ja, oder jetzt wisst ihr es gleich. Ich nehme ja alles. Nein, ich nehme nicht im Vorhinein auf. Also, doch. ich nehme jetzt nicht einige Parts. Ich nehme halt nur ein Part auf. ich bin noch nicht sauer. Du bist aber süß. Mann. Ach ja. Ich spiele nur Hallo, mein Freund ist cool. Ist er ein Eiskühlschrank? Eiskühlschrank? Ich bin so lustig. Oh, ein Kirito. Kirito King Kirito. Mein Kirito ist besser. Kirito. Ja, ich nehme immer nur ein Part auf am Tag. Also wenn jetzt wegen der Schule. Normalerweise nehme ich jetzt jeden Tag ein Part auf. Also einmal Pokémon, einmal Dingsbums. Mario Galaxy. Es kann manchmal vorkommen, dass ich nichts aufnehmen kann wegen der Schule. Und ja, ich nehme da ja nur so 20 bis 30 Minuten auf. Also pro Tag zocke ich nur Dingsbums, nur do. Nur so 20 bis 30 Minuten. Und das ist schon ein großer Unterschied zu meiner Spielweise von, wie ich zuvor halt gespielt habe. Spielweise spiele ich. Und ja, das irgendwie freue ich mich ja auch mehr darauf, dass ich einerseits aufnehmen kann. Freue ich mich jetzt auch schon drauf. Das war ja am Anfang irgendwie so ungewohnt, ein bisschen nervös war ich da auch. Und fand es nieder. Oh, Juno braucht zu viele Erfahrungspunkte. Ich war nicht in Form. Warum nicht? Du da.
Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Ja, wie viel nehme ich denn jetzt auf? Oh Mann, jetzt geht es nur nach Gefühl, wie ich aufnehme, weil nachschauen... Na, ich könnte nachschauen, aber ich tue es nicht. Ich will nicht, dass irgendwas schief geht. Kirito, Jericho. Nö, nicht tackeln. Ja. Außerdem spiele ich jetzt, wenn wir Pokémon hernehmen, auch nicht jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag, wenn man es so sieht. Und ja. Das ist halt mal eine andere Erfahrung. Mann, so viele Kleinstein. Mach einfach konfusieren alles. So, ich nehme jetzt einfach das Bild auf. Mir egal, wie lang es mir ist. Mir auch aufgefallen. Ich habe in irgendeinem Part, ich glaube, Mario Galaxy das angesprochen mit der Partlänge, weil irgendwie bei mir so lang wird. Immer. Und das am ehesten, das ist. Dass ich am ehesten das bei Pokémon steuern kann, wie lange der Part wird, weil da kann ich jederzeit aufhören. Ja, fast jederzeit, wenn ich mitten im Trainer-Battle bin. Ich spiele ja nicht auf dem Emulator. Na, am PC-Emulator. und Mario Galaxy, da kann ich nicht wirklich viel tun, wenn ich mitten in der Mission bin. Du hast mich besiegt. Ich weiß. Da kann ich halt nicht viel tun. Und wie schaut's jetzt aus? Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Ich nicht. Oh. Pfadfinder. Ratzi, Fratzi. Und ja, wo war ich schon wieder? Markus, das Platscher-Pokémon. Ja, aber war ich? Ich hab's wieder vergessen. Warum vergesse ich das? Oh. Eigentlich könnte ich ja auch auf mein Handy schauen, wie lange ich schon aufnehme. Jetzt zeigt es 20 Minuten an, aber das hab ich auch ein paar Minuten angelassen vorm Aufnehmen. Naja. Das reicht schon. Ja, das wollte ich ansprechen, die Partlänge. Und wie schaut's jetzt aus? Die Pokémon-Parts werden länger. Wie viel waren die letzten 28, 27 Minuten? Und die Mario Galaxy-Parts, die werden jetzt... Nee, nicht wickel. Jetzt war nicht so lieb. Ja, die werden jetzt so akzeptabel, kann man jetzt sagen. Eine gute Partlänge finde ich, so um die 21, 22, 23 Minuten, 24 Minuten, 25 und eine Sekunde. Ach, so ein Mist. Da ein Mist. Und da ist ein Item. Aber gibt da nicht ein zweites Item? Ich weiß es doch nicht. Ich habe auch das Dingens nicht aufgeschlagen. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Ich wollte aber Zeit mit dir verbringen. So beste Freunde forever life. Und er will einfach kämpfen. Geh weg mit deinen Rettern. Das Todesrettern. Das Todes-Pokémon in der ersten Gender. Komm schon, Kirito. Giftstachel. Solange du kein Klammerdingens einsetzt, ist es mir egal. Und ja, soll ich das jetzt ansprechen? Es müsste gleich vorbei sein. Nee, das. Ja. Markus.
In Sandan. Sandan. Leveln braucht schon ein bisschen lange, ne? Du Markus, du musst noch 7 Level hoch. 7 Level hoch. Gerito. Ja, das wird schon spannend gegen den nächsten Arena-Leiter, ne? Ach ja, das kann ich ja ansprechen. Ich habe jetzt auch mir vorgenommen, am Vortag, bevor ich Pokémon aufnehme, immer was vom Manga zu lesen, vom Pokémon-Manga. Und ja, ich freue mich schon auf die dritte Generation, wenn ich... Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Du bist ein weiser Mann. Ein weiser Mann. Wenn eines deiner Pokémon verwirrt ist oder schläft, wechsle es aus. Ich habe ja mit diesem Typis auch nicht geredet. Naja, meine Freundin wird mich aufheitern. Hast du gehört? Heiterin auf. Ach, wäre mein Freund doch so toll wie du. Oh. Schaut schlecht aus, Typi. Dieser Sammler besitzt viele seltene Purple. Besitzt du das? Hat nur einen Eintrag. Oh, der letzte Trainer. Ja, ich freue mich auf die dritte Generation. Einerseits, ich würde jetzt auch sagen, meine Freundin hat so ein tolles, süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Juhu. Ich würde auch sagen, die dritte Generation ist meine letzte Generation. ja, das will ich erst beschließen, wenn ich jetzt alle Generationen jetzt nochmal gezockt habe. Let's Play Card, besser gesagt. Aber ich würde schon sagen, die dritte Generation, ne? Die Höhenregion. Und vom Manga habe ich auch nur ein Manga von diesem Arc, heißt hier ARC, gelesen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal den Manga gelesen habe, nur der erste draußen war dann. Und ich warte lieber dann ein bisschen, weil normalerweise müsste man ja immer einige Monate warten, bis ein neuer Band herauskommt. Ja, normalerweise ist es so. Und irgendwie bringt es mich aus dem Lesen heraus, wenn ich immer so lange warten muss. Deswegen stopp ich und sammle sozusagen ein paar Mangas. Also warte ich einige Monate ab, vielleicht ein Jahr, bis ich wieder anfange zu lesen, dass ich dann einige Bänder dann vor mir habe. Und jetzt sind, ja, was jetzt die dritte Generation, ja, was die dritte Generation, was heißt das, Rubin Saphir angeht, sind schon einige Mangas zu Hause bei mir und ich freue mich, wenn ich das lesen kann. Ja, ja. Aber wir sind jetzt in der ersten Generation. Und da hat die dritte nicht zu suchen. Ja. So. Wie ist die Aufnahme? 26 Minuten. Ich sage jetzt mal grob geschätzt 25 Minuten. bis ich damit fertig bin. Ja, dann wird es halt wieder länger. Aber diesmal habe ich mehr Ausrede. Ich bin nicht neidisch. Ja, du bist doch nicht neidisch, gell? Du hast auf Montbergast Bibi gefangen gefunden? Ne. Ui. Küstenhaus hier vom Bild. Wo ist da bitte eine Küste? Das ist ja nur so ein Dingsbums. Das ist nicht ein Meer, das ist ein Fluss. Vielleicht. Gehen wir rein in das Bild. Ui.
Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleports. Das erste, wenn man ein Haus betritt, PC anklotzen. Hallo, du Pokémon. Hallo, ich bin ein Pokémon. ja, im Manga. Ich habe den englischen Manga. Und da hat der so den argen Dialekt. Da tue ich mich immer schwer. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill, ich bin ein waschechter Pokémon-Maniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Willst du mir helfen? Oh Mann. Ich gehe, ne? Der Mann der tausend Dialekte. Ich gehe in den Teleporter und du starrst mich an, während ich reingehe, ne? Ja, geh rein. Wie es da reingegangen ist. Sebi hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Dude. Oh mein Gott, das ist Rocco. Klasse, danke, Kumpel. Wie habe ich ihn vorher gesprochen? Keine Ahnung. Ich bin kein guter Dialekt. Dingsbums, Stimmengeber, irgendwas. Ich vergesse immer, wie viel Stimme ich ihnen gegeben habe. Du warst bei mir etwas gut. Bist du hier, um deine Pokémon-Sammlung anzusehen? Was? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Ein Bordsticket. Norania Siki. Anker dein großes Kreuzschiff wie MSN an Bord, findest Trainer und die Party eingeladen. Ich meine, es ist drüber, was ist mit dir los? Nachwirkungen, ne? Kriegt man da nicht Dingspunkt? Oh, das ist erst später. Da kann man ja normalerweise eine Sammlung, Evoli-Sammlung, jedes Evoli anklotzen, eintragen, ne? So. Oh Mann. Und ich hoffe jetzt auch, dass Audacity nicht gestoppt hat. Und wenn dass die Aufnahme halbwegs okay ist für mein Handy. Ja, jetzt gehen wir hinein und nächstes Mal geht's in die Arena. Ich setze mal schon Pokémon nach vorne. Nicht, dann ist das ein Toki, unser Ass, unser Ars. Wir könnten normalerweise zurück. Die Leute hier wurden beraubt. Ja, das weiß ich. Ich weiß doch, Junge. Ui, wir könnten normalerweise. Nee. Erst in die Arena. Aber interessant. Können wir dann auch zur dritten Arena? Naja, jetzt noch heilen und dann geht's los. Genau. Dann beende ich den Part. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, nächstes Mal geht's in die Arena. Seid ihr bereit? Ne. Okay, dann bis zum nächsten Mal.